Herzlich willkommen auf Tizi Dos! Skrrr! Ihr habt den Titel gelesen. Heute geht's los. Heute wird unser Stereo verkabelt. Aber heute ist auch großer Influencer-Produktionstag bei Tizi Schubert. Achso, ganz kurz, wer bin ich? Semi ist auch da auf jeden Fall. Wir legen gerade los. Wir fahren jetzt erstmal noch Getränke holen. Wir gehen was essen. Wir gehen beim Schmidt. Monte, oder wie süß. Wir gehen beim Schmidt seine Wohnung vorbei, gucken, ob elektrisch alles läuft. Was steht denn noch an? Getränke holen haben wir schon gesagt. Ne? Aus dem Stereo alles nach oben holen erstmal. Wir haben schon ein paar Sachen unten. Euch zeigen, was wir haben. Dann alles zusammenstecken und dann hoffentlich funktioniert's. Ja, und dann haben wir heute noch ein paar Dinger. Ne? Wir haben noch ein paar Placements aufzunehmen heute. Die haben wir was noch. Zu posten. Und zum wir posten. Haben noch was aufzunehmen. 18.30 Uhr auf FCK-Spiel. Nö, ja, das wollten wir dann gucken heute. Ja, gut. Scheiß drauf. Hallo, Herr Maul. Wir haben noch, was haben wir noch? Richtiger Fußball. Ja gut, da wirst du auch nächstes Jahr sein. Gut, ihr habt Glück gehabt, dass Rundi sich wieder rausgestreicht hat. Champions League! Champions League! Right. Champions League! Sag dir wohl keinen Punkt, ihr Wichser. Simo, ihr geht auch nicht in die Liga. Hopp, wir kennen uns doch. Wir wissen doch, wie es läuft. Was muss ich mitnehmen an unserem Schlüsselkasten? Haben wir den schon präsentiert? Nee, eigentlich Geldbeutel, Schlüssel. Geldbeutel nehme ich auch mit. Hab ich eigentlich. Haben wir alle Stereo-Schlüssel. Von 1 bis 10, wie geil ist dieser Schlüsselkasten? Der ist auch bombensicher. Also wenn hier irgendwo eine Bombe einschlägt, das Ding... Nur was abfuckt, dass die Chinesen... Das Schloss funktioniert so. Nein, da stehe ich auch dazu. Guck mal, kein Mensch schließt nun mal so ab. Das müsste ja normal von oben nach links. Wisst ihr, nee, normal meine? Rechts rum, eigentlich stimmt das. Hey. Eigentlich gehört es auf die andere Seite. Ja, wie lustig ist, wenn ich den jetzt da reinschmeiße. Ich sag, du hast den falsch rum aufgehangen. Ja, natürlich. Und die Zahlen da drin haben die Chinesen auch falsch rumgemacht, oder was? Weil eigentlich gehört es andersherum, was als wenn es reinlegst, es wieder rausfällt. Ja, die haben es verkackt einfach. Ganz ehrlich, aber gut, was will ich beschweren? Das Ding hat 3,99 € gekostet. Und dafür ist man, kann ja nicht mal den Anschlag auf die andere Seite. Was ist mein, wenn jetzt hier, aber das funktioniert nicht. Nein, die haben verkackt. Guck, dann bleib ich immer hängen und das ist ärgerlich. Dinosaurier. Sag mal, was ist denn hier passiert? Das ist ein scheiß Dinosaurier, der da dran gekackt hat. Reinigen, das Ding. Ich hab's nicht bis reingeschafft, tut mir leid. Haben wir Flugsaurier in Grünbach oder was? Boah, das warst du! Putz! Geht wirklich schnell, ne? So ein Stand der Dinge möchte ich mir nicht noch einmal sehen. Bist du raus? Guckt euch an, heute kommt es zum Duell, ne? Stereo gegen Rudi Rüssel. Ihr müsst abstimmen, wer cooler ist, Stereo oder Rudi Rüssel. Was sagst du persönlich? Wer mehr schafft, meinst du? Alles, so das Gesamtpaket, was er abwickelt. Natürlich der Stereo, Digga, scheiß auf Rudi. Sagst du, der packt mehr? Rudi Brand zum Wachner, sag ich dir ehrlich. Hast du gesagt, Rudi Rüssel? Sagst du gerade wirklich, scheiß auf Rudi Rüssel? Ja. Rudi Rüssel! Rudi Rüssel! Du bist der beste Pritschenwagen! Hey, Junge, was ist das? Das warst doch aber du. Ich sag ehrlich. Scheiße, Simon ist doch so ein Dachschein. Ich sag ehrlich, okay, ich geb's zu. Ich hab gesehen, du hast unter einen Baum gepackt. Ich bin den Baum hochgeklettert und hab einfach eine abgeseilt. Digga, das ist ja so ein richtiger Haufen. Ja, vor allen Dingen gestern gab's, ich muss kurz gucken. Preiselbeeren mit Spinat und Kartoffeln war's. Siehst du? Das ist ekelhaft, Junge. Ich schieb die Kacke nicht auf mich. Da vor dir auch, Digga. Weil du deine Reinigung nicht im Griff hast. Alter, ja, aber tatsächlich, Digga, jetzt kann ich wieder in die Waschanlage fahren. Das ist langsam zu viel, ne? Was? Stell ich das Auto hin, zugeschissen bis zum Anschlag, mit 79 Kilometer Reichweite, das ist zu viel. So, Einkauf. Completed. Haben hier ein bisschen Saftschorle geholt. Ne? Ein schöner Mix wieder mal. Ja, ne? Schöner Mix hier für Studio. Knackige 182 Euro. Was alles von unserem Mitarbeiter leer getrunken wird. Ich trinke nie eigentlich was. Und der nimmt die ja privat mit nach Hause. Das habe ich auch gesehen, ja. Wir fahren die beste Waschanlage der Welt, ne? Weil es ist gar nicht so einfach, eine Waschanlage zu finden für ein Stereo. Ne? Aber wir haben eine Höhe, Reise-Eintrittshöhe von 2,20 Meter. Da liegen wir knapp drunter mit unserem Stereo. Die Drecksau hat ja auch Sprühschiss, ne? Da hat ihn ja auch so direkt auf diese Dachreling-Kante da gelegt oder diese, keine Ahnung, wie die Kante da heißt. Das ist auch alles so richtig tief verwurzelt da drin. Das ist doch scheiße. Guck mal, da wird schon sauer gemacht. Jetzt weißt du vielleicht, es wäre mal ganz gut, wenn du vielleicht auch mal kurz das Fenster aufmachst, dass du ein bisschen Gesicht und alles, ne? Reinigung bekommst. Mal schauen, aus dem Park, sag ich dir ehrlich. Was sagst du? Ja, ich sag, den Park hier oben. Achtung, Ja, Digga. Es ist ein Knopf. Also bis jetzt wurde er nur von hier nach hier teleportiert. Die macht's jetzt aber. Naja, ist weg. Gut. Festung. Er hat's gepackt. Er ist gut. Schaut spannend bei dir aus. Ja, hier kommen die Kacke, kommt runter. Und da drüben ist die Kacke immer noch dran. Da kommen die Bürsten nicht dran. Ja, ich sag auch. Aber jetzt vielleicht mal gebashed. Vielleicht. Durchgepackt, ne? Nein, packt er nicht. Wir
gehen mit dem Hacke raus. Scheiße, aber der Rest hier ist wirklich gut geworden. Aber ich glaube, der Vogel, der Hund hat halt wirklich direkt in die Mitte geschissen. Ja, der wusste schon, was er macht. Das war ein Sniper. Seid ihr schon in euch gegangen, was euch zu essen holt heute? Kommt drauf an, was die Menükarte heute hergibt, sag ich euch, wie es ist. Ich glaube, ich gehe heute auch mal eine Frikadelle. Boah, wenn die Frikadelle wieder da wäre, wäre so geil. Aber ich sag, das Lack gibt's ja, dass sie zweimal da ist. Würdet ihr heute auch reingehen? Ne. Netten die Frikadelle. Die haben mich nicht so umgehauen, sag ich dir ehrlich. So, wir haben eingekauft, wichtigste Subs. Oh, das ist hinten keine an den Ding fährt, ne, wenn sie gerade hochfährt. Gegen Bauchweh, wenn man beim Globus essen war, immer, oder? Boah, hey, Globus war nicht so. Nein, so ein Pilz ist das Kleine. Scheiße. Das Kleine. Schöne Bestrafung, Batterie, Zunge dran halten, wurde ich gehatet für, aber alle hier haben Angst, weil sie sich nicht trauen. Das Wichtigste, sagt derjenige, der sich immer traut, die Haare zu schneiden. Aber weiter geht's. Das Wichtigste an der Haare Sache ist nicht drin. Digga, vergleich Batterie mit Haare schneiden. Das Wichtigste, jeder hat sein eigenes Staria-Kabel für sein iPhone jetzt zu laden. Ne? Und jeder hat auch die Verantwortung, es wird auch nur eins gekauft. Ne? Wenn jetzt irgendeiner seins verliert, ist Pech. Nein, ich hab's falsche gekauft. Ich hab USB-C. Warum hast du es? Hast du denn blau? Ich habe natürlich das normale genommen. Nein! Das ist, was du gesagt hast, nimm grüne Drecksau. Scheiße. Ich muss umtauschen, meins geht nicht. Ganz echt umtauschen. Du bist gerade schon aufgerissen, gell? Der nächste, der das kriegt. Nee, aber Spaß beiseite. Wir haben hier noch ein bisschen Befestigungsmaterial gekauft. Auch das hier. Ich hoffe halt nur, dass wir unser Alcantara, können wir vielleicht auch am Boden entlang legen, ist mal sicherer, wie an die Decke zu kleben. Ganz wichtig, wir haben weißen, flexiblen Wickelschlauch, um dann maybe das Kabel von hier oben hinterzuführen oder auch hier an dem PC, dass es ein bisschen ordentlich aussieht, das Ganze. Dazu haben wir noch ein paar Kabelbinder, um alles zu fixieren. Auch nicht verkehrt. Und die Steckdosenleiste. Auch, vielleicht passt der hier rein. Ja, da kann ich mit alles kurz. Geil. Ich bin wieder am Rennen. Für, ja, wenn wir hier drin alles verkabeln, machen und tun, dass wir einfach flexibel sind und alles am Start haben. Und dafür haben wir jetzt nur kurzes 132 Euro geladen. Ey, geil. Ich kann mich auch hier mal Monitor anstecken. Ja, Allah, siehste. Ja! Ja, dann bringst du doch schnell weg, oder? Weil ich bring das sonst nichts. Das hat 7 Euro gekostet. Ich kann es auch in meine Steckdose reinstecken. Ja, aber die Steckdose wird irgendwo da vorne liegen oder da hinten? Da. Dann kann ich reinstecken hier hinten. Passt. Außerdem der Nächste, der was umtauscht, nimmt auch die Overalls mit. Ja, also lauf nur ins Studio und hol die Overalls. Das will ich nur reingehen. Nee, du kannst wirklich überall anstecken, oder? Da unten ist da... nee, dort nicht. Da hinten kannst du doch. Nein, das ist auch kein USB-C. Echt? Normal USB. Oh, wir hatten geschissen, ne? Ich muss aufs Klo. Oh mein Gott. Ja, ich geh umtauschen, komm. Nein, du musst zum Scheißen. Ich geh umtauschen. Er geht umtauschen. Wirklich? Und da hat er mir gerade noch 20 Minuten vorher noch gesagt, wie dumm ich da bin, gell? Ja, komplett, komm, dann zeige ich jetzt den Leuten. Dein Fahrerplatz ist ja nochmal vorne, ne? Ja. Oder? Nee, ich nehme, glaube ich, für meinen Ladeplatz, ziehe ich mir, glaube ich, den da hinten. Hast du ihn? Hab ich. Komm, und alle, die jetzt dann quasi auf meinem Platz fahren, können dann einfach hier hin. Nee, du hast Auto falsch. Ich bin der Einzige im Richtigen. Ich geh unter. Ich beeil mich. Da kommen sie wieder. Oh, ein Walk of Shame. Wahrscheinlich gab es es nicht mehr. Glaubt mir keiner. Haben sie euch festgehalten? Weißt du, was die Scheißkabel kosten? Was? Wurden richtig gewohnt. 14,99. Sein Kabel hat 6,99 gekostet, weil es keiner will. Ja, wir haben jetzt für 3 Kabel 45 Euro bezahlt. Lass die alle wieder umtauschen. Ja komm, lass wirklich alle wieder reingehen. Wenn das 45 Warum gab es deins auch nicht mehr richtig, oder was? Na, aber komm, 45 Euro. Ja doch, ich hab's jetzt neu. Aber 45 Euro für 3 Kabel bezahlt ich für Amazon 3 Euro. Ja, ist Quatsch. Aber ich sag dir ehrlich, wir haben gesagt, warum hast du jetzt auch ein blaues, Junge? Es gab kein grünes mehr. Toll. So, wisst ihr, wo unser Geld hingeht? So, da sind wir nochmal da. Ich würde lieber in den Globus Baumarkt als zum Finanzamt. Da hättest du lieber ein falsches grünes behalten, als jetzt, dass wir beide ein blaues haben. Scheiße, ich bin abpassiert. Das ist so der Sound, den du überhörst, wenn du deinen Mittagsschlaf machen willst. Ja, Lärm, ich kann das nicht mehr. Irgendwann muss mal Schluss sein. Von morgens bis abends nur Lärm hier im Haus. Der Uffi hat gestern auch schon. DJ hat sich auch aufgeregt. Ich will's gar nicht. Das sind eure scheiß Steine, Alter. Was geht? Ich mach sogar noch ein Fenster auf. Das ist noch lauter. Ich höre schon die Oma draußen wieder. Was ist da drin? Du musst ja noch den Durchbruch machen, oder? Das schlitze ich aber mit dem Schlitzfräs. Einfach ein Viereck und dann stemme ich so aus. Setz dich dann da rein. Ich muss das so langsam bis jetzt eine Stunde abgerissen. Weil ihr dann Mäuer. Ich weiß nicht, ich kann das alles nicht mehr mit euch. Warum ich mit euch jetzt schon wieder? Das ist doch alles deine Schuld, Junge. Das geht ja auch immer noch nicht. Oh, bitte, jetzt stell dich nicht so an, Mann. Ich will das Zeug noch trinken. Guck mal, ich mach sogar noch den hier. Balancier das hier noch aus. Da gehe ich noch dahin und hol sogar mal eine Eiszeitquelle.
Wenn er jetzt nur einmal Eiszeitquelle sagt. Also jeder Mensch, der hier rein ist, ich kann das doch alles nicht machen. Ich pack's nicht mehr. Du sagst, dein erster Fehler war, das Red Bull Ding nach unten zu bringen. Der jüngste Mensch auf dieser Erde, den ich bist du. Hopp, räumt alles ein, ich muss kacken. Ihr dreckige Dreckschweine. Es macht ihr doch alles so extra, ich muss aufs Klo. Ich will Geld rein, dass ihr nicht einige Platz nicht gesehen. Wieso habt ihr das eigentlich klein in die Tasche reingemacht? Er fragte Petrasch. Ja, klar. Petrasch. So, jetzt ist der Fahrstuhl zu und jetzt geht's rund. Aber mal ehrlich, wer muss jetzt alles kacken? Ich muss so dringend. Ich sag eigentlich, Chooser wäre es eher als letztes. Nein, mein Klo. Nein. Das finde ich auch. Das ist eigentlich nur fair. Aber ich sag auch fair. Sonst geht es auch kurz keiner auf dem Fahrstuhl raus. Das irgendwo ist fällt Sommer auf. Der, wo jetzt gewinnt, der als erstes, dann der zweite, ne? Ja. Komm, mach doch. Okay, gut, Petrasch. Ich darf nicht, Petrasch. Ich darf als erster, sehr gut. Definitiv nicht. Sehr gut, haben wir das wieder ausgemacht. Sehr gut, klasse. Aber du darfst trotzdem nicht. Das ist mein Klo, sorry, du hast es bei mir in der Hand nicht gelassen. Ja, okay. Ein Luki ist dran. Komm, du hast ihn. Ich konnte einfach nicht aufs Klo, weil du dich einhalten musst wegen dir. Ah, wirklich. Und jetzt machst du ein paar Getränke, oder wie? Ja, aus Frust. Ja. Da habe ich doch Platz für meine Eiszeit. Und schmeckt. Ich bin auch nur Bastarde, oder? Das ist geil. Hä, das ist gut. Sag was in der Kamera. Und unten hat er es ja vor allem wieder gesagt, so, ihr mit seinen, fragt euch, wir mit unserem Zuckerzeug kommen. Ihr fragt euch, warum das hier so ist, wegen dem hier. Ja, das ist, du lässt dich so verarschen, Digga. Das ist abnormal. Timbo, wenn ihr irgendwann alle an eine Dialyse hängt und was weiß ich wegen eurer Cola-Scheiße, dann könnt ihr mal gucken. Da bist du auch unbelehrbar. Ich weiß nicht, wo du die Info hast. Guck mal, riechst mal hier. Ja, warum, das trinken wir doch gar nicht. Das trinken wir doch überhaupt nicht. Eben, und da hat er gleich den nächsten Patienten in der Hand. Das ist auch ungesund. Darum reden wir ja gar nicht. Hier liegen ein paar Teile schon am Start, die jetzt quasi in den Staria auch nicht dauerhaft verbaut werden, aber die wir benötigen, um das beste IRL-Setup EU West aufzurüsten. Ne? Sieht's aus. Dafür haben wir hier von Anker einmal eine Akkubank. Das ist so unsere kleine mobile, wenn wir aussteigen. Mobile. Dass alles weiter noch versorgt wird. Ganz, ganz wichtig. Wir haben aber auch eine Anker Solix. Schmeißt alles runter, der Timbo. Was ein Riesenkoffer ist. Wie viel hatte die? 120.000 ja. Milliampere-Stunden. Ja. Ja. Also dieses Teil kann alles. Ne? Ihr seht es hier. Kann direkt auch über die Kiste dann im Auto quasi auch wieder gespeist werden. Ist wie so ein Zwischenpuffer, um alles Mögliche abzufangen, was wir jetzt mit Energie im Auto versorgen müssen. Ne? Auch 230 Volt, ganz, ganz wichtig. Für Petrasch ein Laptop, ne? Auch ein oder andere Gerät, was man dafür braucht. Das Ding ist ja, was wollen wir machen? Wir wollen ja unseren Staria zu einem Streaming-Mobil umbauen. Bedeutet, zwei Kameras sollen da dran. Einmal die Frontansicht, einmal die Rückansicht, wie wir da drin sitzen. Muss ich kotzen? Ich muss gerade auch stoßen. Das ist das Wichtigste. Plus, wir wollen ja auch gern, dass wir irgendwie aus dem Auto aussteigen können, ne? Und da auch mobil rumlaufen. Das wird alles nicht so einfach, das zu realisieren. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg, habe mich da ein bisschen eingelesen, wie wir das alles hinbekommen. Nichtsdestotrotz, gib das Wichtigste... Gib doch mal ein paar Props an Nilsson, Digga. Mach Nilsson, ein guter Mann, ja. Gib doch mal ein paar Props, gib doch mal ein bisschen Hack ab. Nilsson, ein guter Mann, ja. Wer den nicht kennt, kann gerne mal seinen YouTube-Kanal auschecken. Ich kann Hack abgeben, mein Nilsson. Ich bin ja noch gar nicht fertig, ja. So, Nilsson, 1,8, weiter weiß ich es. 1,87! Alles verlinkt. Der Mann erklärt alles wirklich wundervoll. Ein paar Sachen muss man sich auch noch selbst ein bisschen raussuchen. Die Sache, was ist, wir hatten die erste Überlegung, ob wir uns einen ganz normalen Laptop ins Auto stellen, da Kameras anschließen. Es misst, Freunde. Es misst. Deswegen haben wir uns hier so ein Mini-PC geholt. Ein Orange Pi 5 mit HDMI-Eingang. Orange ganz, Pi ganz 5. Wichtig. Dann haben wir hier den Netgear Nighthawk, ist es glaube ich, M6 5G-Router. Mobil. Der wird das Ding hier speisen. Und hier dran kommen dann unsere Kameras. Und die Mau, wie machen wir das? Wir haben jetzt hier nur einen HDMI-Eingang. Wie lösen wir das Ding, dass wir da mehr Kameras anschließen können? Ja, mit einem Splitter. Ein Splitter. Irgendwo wie halten wir den Splitter um? Ja, mit unserem Atom. Der Atom ist schon ein Splitter. Ja, haben wir uns gebraucht auf eBay gekauft, weil die lustige Geschichte, wir hatten den ein Jahr lang rumliegen, haben bei eBay verkauft. Zwei Monate später hätten wir gebraucht. Da haben wir uns gerade wieder gebraucht geholt. Welcher Hund hat denn diesen Organizer bestellt? Ich? Was ist denn das? Das, wie, was, wo? Timbo, guck doch mal. Laptop-Tasche oder was? Nein, das ist doch eine Laptop-Tasche. Ja, so. Guck mal, das ist so ein richtig so ein Hafermilch. Ja, aber das Ding, guck dir das an. Das gehört doch auch so. Brauchen wir doch auch hierfür. Guck doch mal. Dann müssen wir jetzt hier schön unseren Router dahin bauen, das Ding dahin bauen, verkabeln. Das ist doch alles wunderbar, wunderbar. Das ist doch alles wunderbar. Jetzt lasse ich mich aber auch mal überraschen. So, guck mal, Achtung. Hier neben kommt unsere Akkubank rein. Man muss ja sagen, die Akkubank speist das alles, wird aber auch von der hier gespeist. Ne? Was brauchen wir noch alles in unserem Organizer, Männer? Guck mal, dann machen wir den da oben hin. Zählt doch vor 12 bis Mittag, oder nicht? Was?
Ja, hier mit den Schlaufen. Ist doch gut, oder? Oder findet ihr es jetzt schlecht? Kann gut werden schon, ne? Ja, ist doch richtig gut. Was hättet ihr denn jetzt so mein Projekt hier? Ja, ich warte erst mal ab. Genau. Das war ja unser Plan, dass wir, vielleicht nicht hier drüber, dass wir da drüber tun wir dann alle Kameras an unser OBS, hier hinten an dem PC streamen. Von dem PC wird es dann auf Twitch gestreamt, weil, warum machen wir das, Timo? Das macht man, wenn man auch mal in ein Funkloch kommt und wir hätten Probleme und irgendwie das Signal reißt ab, machen alle große IRL-Streamer, gehen auf den Surfer, kommt von, macht der das hier dann? Wie meinst du? Diesen Layup-Server oder wie das heißt? Nee, der ist ja bei uns hinten dann gespeist. Ja, Relay-Server heißt es. Relay-Server, genau. Es ist an sich ist eine coole Sache. Ich sag ehrlich, ich bin noch oldschool. Ich komme aus der Zeit, wo wirklich die Gummistiefel aus Holz waren. Ich hätte ein Handy genommen, hätte ein Mikrofon genommen, hätte gesagt, hier, wir streamen so. Ne? Mittlerweile muss ja alles aufgeblüstert werden, muss einen Haufen Geld kosten, Tausende von Euro verschlingt, ja, für am Ende 300 Zuschauer. Ich meine, am Ende des Tages, wenn es sein soll, soll es halt sein. Wir machen es halt mal. Ne? Wir testen uns das mal an. So, hier hinten seht ihr auch dann quasi unsere Zuschauer. Dreh dich mal rum. Da sind sie da rechts, die Pflanzen. Aktuell ein bisschen trocken, kaum welche da, aber wir machen's. Wir machen's. So, ihr Leute, ihr Kinders. Und was sagt ihr jetzt zu meinem Konzept hier? Ich meine jetzt erstmal in unserem Organizer, dass wir alles da, sage ich mal, gespielt haben. Jetzt brauchen wir USB-C auf USB-C erstmal. Ich glaube, da habe ich nämlich noch hinten ein anderes Kabel. Ja. Oder das Kabel? Ja, auf die Verwendung. Boah. So, Simaus, sein Konzept ist jetzt auf jeden Fall da, ist entwickelt, läuft auch. Wir laden jetzt von USB-C über USB-C. Für die gute Anker Solix gibt es auch eine App, da können wir es auch noch besser nachvollziehen. Der Ausgang hier kann 100 Watt. Wir pumpen jetzt auch schon ja, 56 Watt da rein, wird jetzt aber schon alles gespeist. So ist die Situation und wir haben uns auch gerade überlegt, weil die ja auch hier schon so schöne Teile hier hat, können wir die uns auch eigentlich in unsere dritte Reihe nach hinten setzen, sogar mit dem Gurt eigentlich festzuchen, also mit dem Anschnallgurt. Da kann eigentlich schon nichts mehr rücken. Dann müssen wir uns nur überlegen, wie wir das Ding hier befestigen. Von da gut, das muss man in unseren Rucksack reinmachen, ne? Genau, muss ein Kabel. Na gut, ich glaube, wenn wir es erstmal im Auto haben, wir das, glaube ich, draußen lassen, oder? Auch ja, wegen Ding, ne? Dass man mal genau sehen kann, so Internet, ob das auch alles jetzt mal so funktioniert. Das kann man dann, genau, deswegen ist ja auch gedacht, dass wir das dann am Ende des Tages, wenn die natürlich halt voll ist, kannst du hier die Verbindung trennen. Dann hast du ein System, was autark läuft, kannst du den Rucksack packen und dann kannst du natürlich auch von mobil halt überall wenn streamen. Wenn du das willst, genau. Wenn du das willst. Ja. Jetzt brauchen wir noch, hat Simau geholt, ein langes HDMI-Kabel. Sind hier drin, können wir mal gucken, was wir da brauchen. Ja, da haben wir genug. Ja. Weil hiermit schalten wir dann quasi um das zwischen Ganze. Den zwei Cams. Genau. Und das muss dann auch bei Petrasch, da kann zum Beispiel, könnten wir das machen auch mit so Klett, dass es vorne halt fix liegt, ne? Dass es nicht da so rumschmiert. Nur die Frage, ich glaube, so Klett hatten wir gerne mitgenommen, ne? Sowas hat man nicht, da könnte man aber auch so Klebe, da gibt es ja auch so an die Rutschmatten, wo man noch Hohle ja, dran machen. Aber ich habe die auch zu Hause. Aber gut, wir tragen mal alles runter, genau, was wir jetzt unten brauchen. Was brauchen wir jetzt? Ich schmeiß mal, guck mal, HDMI-Kabel, schmeißen wir mal alles jetzt hier rein. Oder? Also HDMI-Kabel. Das nehmen wir mit runter. Atem. Das nehmen wir mit runter, das Netzteil. Können wir dann einfach ganz normal da reinstecken. Schmeißen wir auch mal da rein. Autark, unser Kraftwerk. Was brauchen wir jetzt noch hier von? Gut paar USB-Kabel, die machen wir nochmal mit. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Halter-Geschichte, dass wir dementsprechend anpassen können, dass es passt. Ja, Stereo-Schlüssel, Studio-Schlüssel. Wir müssen einiges runterschleppen. Und genau, Petrasch muss noch mitschleppen. Und für alle, die jetzt auch zum ersten Mal ja vielleicht auf die Teasy stoßen, ne, und denken sich die ganze Zeit, Digga, was labern die Brüder die ganze Zeit eigentlich von IRL-Setup und was weiß ich. Wir haben uns das daher gekauft, da wir wirklich durch unseren Content auch viel durch Deutschland fahren und wir uns da gedacht haben, ey, das ist im Endeffekt tote Zeit. Ne? Da passiert viel Quatsch, wird viel Dummzeug gelabert, also es ist perfekt, das Ganze zu streamen. Und deswegen haben wir uns das ultimative Staria, Hyundai Staria Streaming-Mobil geholt. 177 PS, Allrad, Business-Sitze sind hier drin, Petrasch. Film die mal schön ab, ich kann mal kurz reinklettern. Das heißt, man hat hier drin sehr schön viel Platz, wir müssen mal klein ein bisschen aufräumen. Man hat hinten noch eine Dreierbank, aber ja, man hat einen chilligen Reisekomfort und das Ziel ist jetzt quasi eine Cam zu installieren, die den Fahrer und das Ereignis vorne quasi filmt und eine Cam wird hier oben befestigt, lassen die sie Mauschel hat. Bitte? Lassen wir den Bügel jetzt oder? Der so ein bisschen gewackelt hat, aber an sich, ich glaube, dass der andere Bügel weniger wackelt, oder? Wir haben halt schon geeiert, das, zu dem Problem kommen wir dann gleich. Wo nach hinten filmt, ne? Und dann kann man hier ganz entspannt irgendwo hintuckern so. Und so soll es sein. Und das Ganze muss jetzt verkabelt werden. Die Idee war, die Akkubank und alles nach hinten zu stellen, weil da stört es am wenigsten. Und der Rest dann quasi irgendwie, das ist ja so ein doppelter Teppich, nach vorne zu legen. Und die erste Amtshandlung, die ich mache? Mein Kabel, das finde ich jetzt ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ist das deins? Ja, ist meins. Mache ich die Finger schon wieder weg?
Komm, meinte, der wackelt weniger hier. Okay, doch, waren beide Schlüssel hier vorne drin tatsächlich vom Stereo. Meinte, der wackelt weniger. Ja, ja, safe, ja, ne? Der wackelt jetzt schon weniger. Genau, aber die erste Amtshandlung ist es, wir haben zwar hier drin 140 Powerbanks und Akkubanks und was weiß ich, aber... Würde ich das ja fühlen, wenn wir das alles anstecken wollen, den Stereo starten und das Batterie ja, werden. Ja, geht einfach nicht mehr. Oder wir tanken voll und dann 10 Minuten ist der Tank. Ich sag auch, wir brauchen richtig Aggregat. So, wir haben ja hier überall schon Buchsen, da gehe ich direkt mal dran. Save mir die Box hier. Hier ist nämlich meine Seite. Hast du vorher schon gezeigt, wie gut es geklappt hat. Wir machen nochmal den Test. Okay, ist gerade aus. Ja. Funktioniert. Perfekt. Dann Akkubank. Hier ist auch schon unsere Müllbox. Es läuft doch alles noch hier gerade. Sind wir schon live oder was? Wir sind schon live. So, die würde ich sagen, packen wir nach hinten im Stereo. Weil von da aus müssen wir dann auch... Er schmeißt klar alles runter. Stark, Kameramann Petrasch. So. Das System kommt hier hinten hin, ne? Genau. Könnten auch theoretisch anschnallen schön da hinten. Genau, ne? Das war der Plan, dass alles auf jeden Fall fix ist. Ne? Ja, aber wie laden wir jetzt eigentlich die ganz große Box? Da brauchen wir das Kabel von vorne zurück. Ah, okay, und das Land haben wir, so ein großes. Ja, wir haben ja gesagt, das müssen wir dann maybe bestellen, ne? Weil wenn es dann zu lang ist, da war ja ein langes dabei. Ja, wir können, es liegt hier auch schon dran, ich gehe es mal hinter. Ja, weil da müssen wir gucken. Warte mal, wir legen es mal gleich hier schön rein, oder? Ja. Hinten hat er ja leider nichts, oder? So, ich könnte es jetzt schon rein, aber dann ist halt... Ja, dann stolpern wir mal, gell? Aber gut, wenn man es jetzt da unten reinstellt, das geht doch auch, oder? Ja, wir müssen so nach unten und dann haben wir noch die andere Gurte. Aber gut, da unten kannst du jetzt auch nicht groß rumrutschen, ja. Ja, hier unten ist ja halt offen, ne? Ja, bis da unten. Da ja, sind ja schon... Ja, aber durch, oder? Nee, nee. Eben nicht. Bist du sogar da reinquetschen, oder? Ja, nee, und wie gesagt, nach hinten rutschen tut die gar nicht. Kann die eigentlich nicht weg. Wenn nach vorne. Und dann haben wir ja wieder nur... Aber hier sieht man auch jetzt schon, ne, unser System funktioniert vollkommen autark und das war auch der Plan, ne? Die, unseren Zwischenpufferspeicher, Ackergerät macht Meter, kann sich einfach wieder anstöpseln jetzt. Zack, und jetzt wird wieder gespeist. Geil. Das fand ich schon wirklich sehr geil. Nur die Frage ist dann auch... Ja. Perfekt. Rein theoretisch. DC-Eingang, ja, perfekt. Geht automatisch. Das heißt, genau, Ausgangsleistung jetzt 59 Watt. DC kommt jetzt von vorne. Ja, perfekt. 100 Watt dann auch gleich. Mal gucken, wie viel es geht. Also, unsere Batterie wird automatisch gepuffert. AC können wir natürlich auch, wenn wir irgendwann mal wären und schneller laden müssten, ne? Direkt AC reinkloppen. Aber das sieht auch gut aus. Weil die Idee war, dass man es halt hier. Das wäre doch perfekt, oder? Passt halt genau rein. Aber ich glaube, das langt auch, wenn wir uns so eine Andi-Rutschmatte holen, dass es einfach hier vorne nicht mehr bewegt. Und wie wollen wir die auch verlegen? Das muss ja dahinter. Das ist easy, ja. Das legen wir alles. Die Kabel, die jetzt alle durch müssen, würde ich sagen. Muss ja nur das da. Der Rest, nur das. Dann müssen die Kameras da dran. Und Strom braucht er noch. 230 Volt. Netzteil, das liegt da. Der braucht auch 230 ja. Volt. Ja, also 9 Volt, aber hat halt einen Stecker. Wollten wir unser USB-Stecker vielleicht vor oder legen? Ja, hinter. Dann können wir es ja hinterlegen auch. Und das muss jetzt ans ATEM. Genau, das kommt dann hier in der. Ja, warte, dann lass das Ende am besten noch weg, ne? Dann hier von hinten am besten wieder das. Ja, das wollen wir, dass wir dann da schon hochkommen. Ne? Würde ich auch hier. Wir müssen gucken, dass wir nicht an die Schienen da kommen. Können wir das? Ah, da könnten wir vielleicht unsere Schlaufdinger machen, dass die sich hier in der Mitte dann irgendwie schön liegen. Ne? Ja, ja. So. Brauchst du noch? Du brauchst ja schon ein bisschen. Das muss ja neben auch beim Petrasch irgendwie dann hoch. Ne? Machen sie eben auf der Beifahrer. Da brauchen wir definitiv weniger. Da können wir es daneben festkleben. Wo muss es rein? Ja, auf Out muss es Out. Out oder? Out. Ah ja, out. Klar, andere ja. Perfekt. Technik, die Mauer wieder da. Ja. So. Kann man das nämlich so, ja? Genau. Kann man ja mal noch auflassen. Jetzt gucken wir mal, wo noch das Netzteil ist. So. Ich habe früher höher verdrahtet. Können wir ja dann später hier ein bisschen schön reinlegen. Ich lasse mal noch auf, ne? Ja. Okay, ja. Rein, auch wieder hier in die Mitte. Kann nicht sein, dass es jetzt da fehlt. Hast du nicht noch Spielraum? Ja, wir machen hinten eine kleine Steckdosenverlängerung dran. Da haben wir ja noch das Ding. Ah, die wollten wir doch hier in die Mitte auch legen. Ja. Oder wir legen sie am besten hier vor. Ja, ja, und machen dann sie können doch wir fest. Sie eigentlich hier im Petrasch Schublädchen. Ne? Endlich mal was da rein. Da war die doch ein wichtiger Kauf wieder, ne? Das war, da sage ich nichts dagegen. Hier haben wir jetzt alles. Einzige, was jetzt gerade unnötig war, war der Monitor. Warum? Weil wir hier ja schon über HDMI-Out rausgehen an unseren kleinen Monitor und es am Ende des Tages gar nicht sehen. Außer wir müssten jetzt hier noch einen HDMI-Splitter dran machen. Sehe ich gerade. Oder wir müssten mit USB-C an unseren PC dran gehen. Ging auch, aber sehen wir gleich. Boah, Technik-Timau ist die Mau mit dem großen Schnitzer, ne? Aber ich kann ein Ding machen. Das ist ein ganz großes Schnitzer. Nee, ich hab da nicht einen. Aber passt das da unten rein? Ah, du musst neben Steckdose noch freischalten, ne? Wo? Da ist immer noch ein Knopf. Du bist der Experte für die Steckdosen. Ah, hier. Ja. Jetzt? Ja, ist da. ATEM leuchtet auch. Okay, warte mal. Jetzt können wir erstmal hier die ganzen Kabel und muss das wieder
Und nach hinten brauchen wir, glaube ich, nichts mehr, oder? Weil dann können wir nämlich doch, guck mal, das können wir doch dann alles dann gleich eigentlich da schön machen. Auch das da. So bis die hier bündeln dann, weißt du? Ja, das mit dann Kabelbinder. Genau, das machen wir mit Kabelbinder. Wir gucken aber erstmal, ob alles so passt, wie wir uns das auch alles vorstellen. Das Kabel ist natürlich viel zu überdimensioniert, macht aber nichts. Mache ich auch so einen Klettkabelbinder drum. Ja. Steck den da hinten rein. So, dann mache ich mal hier die ganze Kabel dahin. So, dass man es nicht sieht, oder wie? Das ist jetzt ein bisschen lang, das Kabel, da stimme ich ja zu. Da hätte man vielleicht wirklich noch ein anderes holen können. Aber an sich, die HDMI-Kabel waren mal so teuer. Gut, ich muss auch sagen, du hast echt gedacht, dass der Zimbus halt Überlänge hat, ne? Ich, jetzt aber mal ohne Scheiß, ich habe wirklich gedacht, dass du mehr Kabel halt brauchst. Weißt du, ich meine? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich hätte gedacht, dass da so ein kleines Mini-Kabel, ja? Oh, hinne könnte man vielleicht eine Warnfarbe nehmen, oder? Ja. Dass, wenn jemand hinne sitzt, dass er rot direkt erkennt. Ja. Guck mal, wo machen wir das? Machen wir da neben einfach rein, oder? Ja. Hast du doppelte Warngefahr? Hier Zimbot, Warnfarbe. Ja. Danke Zimbot. Und hier hinten hockt ja dann eh keiner. Theoretisch könnte man aber den Organizer auch wirklich so an den Sitz machen, ne? Wie, ja, was du meintest da, ne? So, und dann gehen wir jetzt eigentlich hier schon. Bist du zufrieden? Ja, safe. Digga, das ist halt schon geisteskrank, dass die halt 57 Watt zieht. Und ne? Wenn du überlegst, allein so wie wir es jetzt haben, haben wir eine verbleibende Nutzungsdauer von 9 Stunden. Ohne Aufladen. Ohne Aufladen. Ja. Wenn wir jetzt den Motor anmachen, stand folgen wieder 14 Tage, ja, irgendwas. Ja, ist krank, ne? Und es wird ja immer dauerhaft gespeist, ich meine, ja, klar. Das, ja, geht ja nie aus. Bloß dann hast du noch das da, ne? Und noch die kleine. Ja. Also das heißt, wir laufen mal safe, 10 Stunden autark. Das Einzige, was halt wäre, safe. Dass der Atem dann aus wäre. Wenn der halt aus wäre, dann hätten wir kein Bild, außer wir würden eine Kamera direkt per HDMI an den PC dran machen, dann wären wir wieder da. Ja, aber so, das ist ja, da reden wir vom, also höher ist, ja, wahrscheinlich, dass in Deutschland das Stromnetz zusammenbricht, ja, als dass für uns das Bild weggeht wahrscheinlich. So, okay. Cool, das ist ja jetzt schon. Und die Dinger sind nicht mal voll, wir haben 9 Stunden. Okay. Ist perfekt, weil müssen wir uns überlegen, wie wir dann von der Kamera USB hier runterlegen. Da haben wir jetzt auch das Problem, die Kabel, die hier so in der Mitte lang laufen, ne, die wo alle dahinter gehen, die bündeln wir jetzt quasi nochmal unterm Teppich. Befestigen den auch mit dem Klett. Und dann kann auch beim Stuhl vorn zurückfahren, ne, was man ja hier noch machen kann, kann nichts mehr passieren, dass irgendein Kabel dazwischen kommt. Das heißt, am besten gehst du auf die andere Seite, wir klappen den Teppich zurück. Das ist halt wirklich geil, ne? Dass wir wie so ein doppelter Boden hier haben. Das ist echt praktisch. Das hätten wir vor, die Kabel würden überall rumfliegen. Ja, da hätten wir ein bisschen mehr tüfteln müssen. Ist das bei euch auch so, dass der USB immer erst falsch reinsteckt? Gibt es da einen Trick? Ja, vor allem, man macht es erst falsch, dann dreht man um, geht immer noch nicht deswegen und dann nochmal umdrehen, dann geht's wieder. Nee, sag mal, ist es deswegen? Ja, deswegen. Wegen so dumme Menschen wie, ja, mir? Ja, ja. Fuck mich ab. Ich hab nie einen Glückstreffer. Mhm. Ne, da machen wir, bündeln wir hier unsere Energie. Jetzt zeige ich euch Trick 17. Legen das hier so um und legen da jetzt wieder unseren Teppich drauf. Der Teppich. Pat. Wo könnte das hier hin? Auch drunter noch, oder? Das kommt dann bei dir, hat es sein Exit? Warum ist jetzt so? Ja, das kommt ja nach hinten. Das Teil landet da. Das andere ist hier, die Frage oben. Ist, wir dann hier, wollten wir mit den Klettdinger ja dann rumgehen, oder? Erstmal dann hier mit einem Kabelbinder dran, wenn wir das da lassen, den Halter. Ja, hast du schon geguckt, bildtechnisch? Sieht gut aus. Scheiße, oben hätte ich noch Klettkabelbinder mitnehmen können, ne? Ich bin eingestellt für Kabelmanagement. Guck mal, ich würde jetzt hier das erstmal schön hier irgendwie dran machen, ne? Dass wir mal hier ein bisschen Platz haben, dass wir mal hier ein bisschen. Hier. Oder willst du eine scharfe? Aber wir können es erstmal so machen. Ich bin so dumm, wirklich. Nein. Ein Zimbor. Weil Ober wäre noch gewesen, ich habe es nicht mit runtergenommen. Oder ich gehe hier innen rum. Ja, aber wie ist es, warum macht man das direkt das so? Oder hängt es dann im Bild drin? Ja, sieht halt da scheiße aus, aber im Bild hängt da jetzt eigentlich nichts. Also das Problem ist, wenn wir es halt, wenn wir es hier hin machen, hat halt immerhin ein Beifahrer, den es nicht stört. Wenn wir es halt hier machen, dann ist es wahrscheinlich für den Beifahrer immer Abfuck. Ja, okay, nee, hast schon recht. Also wenn es jetzt nicht im Bild ist, ja. Nee, war nicht. Und so wie du es gerade geklemmt hast, zuvor war nicht schlecht. Genau, so. Und dann kann ich auch das HDMI gleich hier rüberholen, oder? Kriegen wir es nicht sogar da oben dann irgendwie so hinter das Dach befestigt? Das kriegt man auch. Mal halt hier dann irgendwie, müssten wir halt da oben irgendwie mal festkleben oder so. Weil dann dran kletten. Könnten wir den Move hier machen. Den können wir ja mal festmachen, ne? Ja, bis hier Kabel kannst du hochgeben so. Aber außerdem müssen wir ja nochmal Kabel mit rein, gleich. Ja, dann mach ready, dann machen wir Kabel. Wo machen wir die zweite noch hin? 1970, als wir die GoPros erstmal gekauft haben. Und es gibt keine so eine Halterung wie sowas, bloß für Kameras oder wie? Doch, haben wir auch. Weil wir das brauchen, bloß so ein Kugelding dran haben. Dann kannst du ja da gleich dran machen. Achso, das ist so ein Kugelding jetzt nicht? Wir hätten so eins für hier an der. Naja, wie es mal ist, ist ja egal. Ich meine bloß. Jetzt bleibt's kleben. Abnehmen. Dann müssen wir uns eigentlich hier mit irgendwelchen Halter und Dinger nach vorne arbeiten, ne? Was tippst du heute eigentlich? 3-0. Gehen wir in den Spielkreis, Leute? Führt. Ah, da gehen sie rutschen. So ein Quatsch. Nur weil die jetzt auch aus Bayern kommen, oder was? Ja. Sagt er wir müssten das wirklich über das Ding machen. Ich meine, da kann ja kein Beifahrer mehr aussitzen. Dann. So oder so nicht, ne? Nee, das ist eigentlich Quatsch. Also. Jetzt hol ich geiles Teil. Achtung. Muss ja wahrscheinlich nicht mal so hoch sein. Also, wenn ich es noch gerade mache, dann. Ja, aber ich glaube, so ist gut, oder? Ja, aber die Filmplätze sind nach draußen. Doch. Ja. Machst du klar, ja, PJ. Nee, ich setze mich schon mal ein für Montag. Nehme ich das am besten gleich mit in meinen Verteiler. Ich nehme das mit in meinen Verteiler direkt. Brauchen wir ja auch noch, ne? Ja.
gib die mal her. Kann man hier unseren also hier kann man richtig geilen Porno drehen. Das ist doch hier gut entspannt. Ja. Wo es keiner stört. Das ist dann nämlich unsere Salbe, die hier runter geht. Genau, dann kann ich mal. Jetzt mache ich auch klar die Sicherung, dass der USB-Kabel nicht rausgeht. Der USB? Dass der USB nicht geht, ja. Was sagen da Männer? Bist zufrieden, Timo? Ich sag safe zufrieden, oder? Guck mal. Ja, kann was, ja. Oder? Hier haben wir das. Hier haben wir das. Hier können wir noch Kabelbinder drum machen. Wollt nur noch da blüht. Das ist nicht meine Baustelle. Ich mache nur Kabelmanagement. Und ich sag dir doch noch 4 Minuten ans Anpfiff. Und jeder muss mit seiner Arbeit fertig sein, sonst darf er nicht Fußball schauen. Gut, dann geh ich schon mal hoch. Herr Pidgey, der muss ja aber hier unten bleiben, ja. Nee. Warum? Ich bin auch fertig dann. Links hat sich der Grüne. Randaliert sogar alles. Guck mal, Männers, das funktioniert jetzt schon mal. Also die eine GoPro, diese alte, wo man eigentlich gedacht hat, so ey, die kann man nicht mehr nehmen, die macht ihren Job. Und das Ding, wirklich, ich schwör's euch, das ist eine Hero 8. Du hast einen Media-Mod gebraucht, um den HDMI-Ausgang hinzubekommen. Ne? So, wenn du die drehst, dann dreht sich das Bild. Im HDMI-Modus ist das Menü richtig gedreht, weil wir hatten die ja auf dem Kopf, aber das Bild dreht sich einfach nicht und du kannst es nicht drehen, egal wie du es machst. Aber ich bin ja froh, dass das da jetzt schon mal funktioniert. Stell dir mal vor, da sieht man jetzt, wie einer einsteigt und die Sachen rausklaut. Ja, wir lassen den Stream jetzt einfach mal laufen unten ein bisschen, ne? Oder Schmitzi. Ja, erzähl's noch, dass die... Simon, du kannst doch einfach die Kamera drehen, umdrehen. So, nach dem Fußball geht's weiter. 2-2 gegen Kräuter Fürth. Erste schwache Halbzeit, stark zurückgekommen, unterschreibe ich. Aber Stereo gibt's ein paar Probleme, ne? Stereo. Genau, weil, das haben wir ja schon gesagt, dass die Kamera das Problem hat irgendwie, dass du das Bild nicht drehen kannst. Das ist echt ein bisschen mysteriös, ja. Deswegen versuchen wir das jetzt, hat Timon gute Einwand gehabt über so einen Blitzschuh hier oben und gucken, wie wir das jetzt alles hier zusammengedeichselt bekommen, Männers. Guck mal, wie wir das jetzt irgendwie da oben dran gebastelt bekommen. Das, weil das sehe ich schon, ihr bräuchten so ein Verbindungsstück, ihr Lights, ihr Kinders, ne? Was uns verbindet. Ah, doch, wir kriegen es hin, Männers. Okay, wir kriegen es. Ja, aber ja wieder das Problem hier. Ich wollte schon gesagt, du hast die Lösung. Ich wollte gerade sagen. Das ist wieder ein Spreißelpunkt. Gerade war schon euphorisch. Nee, du tust uns immer anteasern und dann kommt, jetzt kriegen wir das Opel wieder nicht. Weil ich es ja nicht hatte, habt ihr es gemacht? Nee. Ja, ich habe verstanden, wir gehen da hoch, um die Lösung zu erarbeiten. Ja, und da habe ich rausgefunden, dass du es ja drehen kannst. Und das war die Lösung dann? Das war die Lösung, dass man es ja drehen kann. So, jetzt können wir die Schraube durch, aber was ist denn das? Was ist denn das? Ja, das hält ja nicht gescheit. Wir brauchen hier was anderes. Ja, aber das liegt ja jetzt nicht da oben an dem. Nee, das liegt schon fest an dem. Wir brauchen dann hier so einen Blitzschuhhalter. Aber fester drehen kannst du nicht, also wenn du jetzt noch ein paar Mal mit der drehst, wird die nicht fest irgendwann. Das ist doch fest, oder? Problem ist doch gelöst. Aber wie mache ich raus jetzt oben fest? Brauchst du gar nicht das fest? Aber probier es trotzdem mal. Wir können die aber auch durchstecken, die Traube. Dann kann ich das hier abmachen? Ja, ja. Wie geht denn das ab? Hier oben einfach am Saugnapf. Dass es aber auch kein gescheites Adapterteil gibt. Und selbst wenn sie ja nicht bis hinher kommt, die kann ja nicht mehr weg. Sag ich nämlich auch. Fest, sag ich mal. Ich muss sie auch vom Winkel her halten. Ja, gut, fest ist es. Das hält und dann da rausfliegt? 1000% nicht, die kann nicht weg. Nee, geht ehrlich nicht. Okay. Also weg kann es nicht. So, dann klar, wir könnten es jetzt hier oben noch ein bisschen ausrichten dann, aber so, also. Warum haben wir es nicht gleich vorher wir zwei gemacht? Ich war in das Thema, das ist wie so ein Stuhlkreis. Ich war nicht involviert. Ich war in meinem Thema Kabelkanal und Verlegung. Aber das habe ich mir vorher schon gedacht, als erstmal Brüder umzudrehen, gut, dass das so rum auch. Das Teil habe ich aber jetzt erstmal von oben auch mitgenommen. Hatten wir ja vorher nicht, weil wir hatten vorher nur die hier und da hättest du die Dinger durchstoßen müssen. Deswegen also hier kann nichts passieren mehr. Guck, wir hatten ja erst die da. Achtung, jetzt okay. Ist egal, aber da hättest du ja die Seite gehabt. So, dann hättest du erstmal das Teil rausgemacht. Ja, gut, aber. So, da wäre es ja nicht gegangen. Deswegen haben wir jetzt ja das. Hätten wir es auch reindrücken können. Jetzt stecken wir die Dinger rein, wieder daneben. Die sind bei dir, oder, Petrasch? Müssen mal gucken. Hängt da noch das USB-Kabel dran? Das haben wir, glaube ich, vorhin abgezogen, oder? Was da dran kommt, das haben wir bestimmt abgezogen vorhin. Was ist das für ein HDMI? Für was ist das? Das können wir wegmachen. Kameraqualität. Was ist Ihr Job jetzt hier bei der ganzen Sache? Meiner? Ja. Die Stimmung der Truppe hochhalten. Oh. Wichtig, wichtiger Part. Nach 4 Stunden GoPro Einstelle ist meine Aufgabe, Stimmung hochhalten. Ja, aber nur so bekommt man die besten 10. Und die darfst du jetzt dann ändern. Weil dann resettet das wieder. Guck du dich mal auf deinen Platz. Petra, sieht gut aus. Wir sind auf einem guten Weg. Guck mal, so, wir haben es jetzt so, ne? Blöde an diesem Atom ist immer, du müsstest jetzt entweder dauerhaft den PC angeschlossen haben, dir Makros erstellen, dann könntest du auch hier drüber switchen. Braucht man hier aber gar nicht. Oh, du Bastard, Junge. So, ich kann jetzt hier ausmachen und kann es auch wieder reinmachen. Raus, rein. Na? Ja, und das ist jetzt eine gute Größe, oder? Sag ich auch. Und so bleibt es. Und auch die Position, ne? Rutsch mal auf deinen Platz rüber mit dem Ding. Ja. Das Einzige, was halt wirklich ist... Also die Kamera ist halt echt geil mit dem Licht, muss man sagen. Die könnte man halt auch dahin machen. Also warte, ja gut, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die ist gut auf jeden Fall. Müsst ihr mir jetzt glauben. Gut, GoPro ist ja immer in der Regel, wenn wir ja fahren, ist ja Licht perfekt. Und dann kann ich ja wirklich, wann es ja mal in die Nacht reingeht, drehen wir zu Petrasch.
Türen zu. Guck mal, kannst du. Ich mach meins auch mal zu. Ich meine, das ist jetzt nur ein scheiß Handy-LED. Ja, schaut doch mal, sie erkennt euch. Ist zwar ein bisschen rot, oder? Habt ihr irgendwie einen Rotstich? Das Schlimme ist ja, also wir sind ja bis hierhin, sind wir perfekt ausgeleuchtet. Bis dahin, ne? Oder man muss halt in der Nacht dann halt so fahren. Nee, das Problem ist, man bräuchte hier vorne wie so ein Keylights, Ding. Keylights, ja. Und ganz ehrlich, dann nimmt man sich hier ein Keylight, gut, macht ein Keylight rein, dann hat die man nochmal Licht. Die Sache wäre sogar, wenn du hier ein iPad oder sowas hast für einen Chat, das beleuchtet dich ja auch nochmal. Ja. Das muss man dann echt sehen, aber wie oft fahren wir nachts? Das sieht man ja dann. Das ist ja jetzt wirklich die krasse, also ja. Ich wüsste jetzt aktuell gar kein Szenario, wo wir sagen, wir fahren nachts. Ja, wo ich stolz bin auf meine alte GoPro, die hat ein Top-Bild, macht hier einen Shop da vorne, ist an, macht ohne Mucken. Braucht man sich ein Wunder, warum GoPro pleite gegangen ist. Wir machen jetzt Türen auf, klar Schiff, dass alles liegt. Ja. Dann Probefahrt. Probefahrt. Nur jetzt gehen wir mal. Ob du anders darum Bild das glaube ich geht. Nicht. Du hast immer nur den einen Kanal. Du hast immer nur den einen Kanal. Ja, wir sind hier gerade ein bisschen am Testen. Das Krasse ist, der Ton von der alten GoPro wird gerade genutzt und der ist krass. Ja, aber wie kann es sein, dass der krasser ist wie die mit dem Mikrofon? Ich kann es dir nicht sagen. Entweder ist hier noch das Mikrofon umgestellt auf das Mikro, dass die noch ihr internes Mikro nutzt. Ne? Das müssen wir gleich mal testen. Kannst du es nicht am Handy umstellen? Doch, wollte ich jetzt gleich gucken. So, wir sehen jetzt hier gerade das Frontbild, Bild in Bild. Funktioniert nur, muss man ehrlicherweise sagen. Das würde funktionieren, wenn wir einen Laptop anschließen. Ne? Aber brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja eh Bild in Bild, dass du die hier hast, die Cam. Es dauert alles ein bisschen, weil wir sind gerade live. Ne? Also du siehst ja immer nur das Live-Bild. Aber ich sag, der View ist ja schon geil, oder? Hatte was. Also wir streamen gerade, muss man sagen, auf Teasy 2. Das ist ein Teststream, gerade unten nicht gelistet. Klar, wir sind hier ein bisschen dunkel. Wir haben gesagt, wir müssten eigentlich uns hier noch so ein paar Keylights dran machen. Aber du kannst dann auch jetzt hier, wenn wir das Problem gelöst, auf On gehen, dann sieht man gleich die Frontcam. Ja, jetzt war es besser, ne? Und so soll es jetzt ja auch sein, so ja. Mit der kleinen Cam. Ja, genau. Raus. Ey, wir sitzen hier gerade wie die kleinen Kinder. Jeder hat sein Handy in der Hand und guckt und macht und tut. Es ist so nicht alles perfekt. Ich sage euch, GoPro-Menüführung miserabel, weil du halt auch nichts siehst. Da dreht sich wieder gerade drauf. Ne? Aber ich sag euch... Sind die deswegen pleite gegangen? Ja, deswegen. Ich glaube, sie haben sich wieder ein bisschen reverselt, aber dann mal so. Genau, wir müssen noch gucken, dass wir an die GoPro, die hatten einen Eingang für ein anderes Mikrofon, dass wir da noch was anderes dran bekommen, weil das ist zwar echt gut, aber das ist halt mehr auf Timau ausgerichtet und eigentlich sollst du ja dir hören und eine tolle GoPro mit diesem Media-Mod hat einen Ton wie... Keine Ahnung. Ne? Aber an sich, da hinten wird geackert, es funktioniert alles. Also. Und es ist auch echt clean, muss man sagen. Also hier steht nichts rum oder so, finde ich auch krass. Gell? Nee, und ich sag auch ganz ehrlich, das Bild an sich, mach jetzt mal wieder. Oh, perfekt. Hey, das funktioniert auch top, sage ich euch auch, wie es ist. Ne? Wir hatten jetzt, glaube ich, auf der Fahrt einmal so ein bisschen... Aber kurz, wirklich eine Sekunde maximal. Ja, ich finde die Frontcam auch auf jeden Fall ein Zimbo da vorne am Kurbeln. Ja. Man könnte es vielleicht sogar nachts, sage ich dir ganz ehrlich, könnte man es auch noch mehr auf die Straße richten. Ja, das Wichtige ist... Ja. Guck mal, ja, das Wichtige war der Stream und deswegen haben wir das ganze Ding ja gemacht. So, weil viele ja fragen, ey, wieso streamt ihr denn einfach mit dem Handy jetzt hier bei Twitch oder YouTube? Weil das Problem wäre, wenn irgendwas ist, der Stream geht offline, dann ist der Stream offline und alles ist weg. Und so bleibt der Stream halt dauerhaft online. Selbst wenn du in ein Funkloch reinfasst, egal was ist. Und der Anna gähnt mit der Neva an einer Tour. Wie kann man so müde sein, Petras? Zusammengearbeitet. So, jetzt starten wir Härtetest. Boah, ich schaut schon echt eistalig aus. Auf die Bela-Box und die streamt hier noch. Stabil, mit 800 Kilobit, 900, 500, sie kämpft. Bela-Box ist live, Manas. Also das ist wirklich, dann kann uns die ganze Fahrt nichts mehr shoppen hier. Bela-Box ist live, Stream läuft. Radio geht ja auch gar nichts mehr. Und hier werden wir jetzt halt bloß gleich verschlagen wahrscheinlich. Also das Ding ist, wir streamen halt am absolute Minimumgrad. Aber es geht. Ja. Und ich sag jetzt auch, dass jetzt hier verpixelt an sich. Ja, finde ich, wie gesagt, wir waren hier gerade absolut am Minimum. Wir haben hier kein Radio mehr gehabt. Wir hatten kein Handyempfang teilweise und das Ding ist am Funken da hinten. So. Ah! Geil, der Zoom-Abschluss habe ich den nochmal gebraucht, wirklich. Ich kacke mich da ab. Auf YouTube. Also ich sage, es gibt noch zwei, drei so kleine Mängel. Position ungenau. Suche Satellitensprecher, das ist Satellit. Jetzt wisst ihr, der läuft schon so neben der Spur, der braucht einen Satellit, um hier hochzukommen. Ja, das sag's nicht ehrlich, ich laufe wirklich ein bisschen neben der Spur. Ey, komm, wir haben schon viel geschuftet und es kann nicht einmal, ey, Zimbo, wirklich, Setup lief, top. Ja, ja, gut, auch mal lang. Die Hälfte von der Petra nicht gemacht. Wir haben das nicht geändert. Also wir waren die Problemlöser auf jeden Fall. Wir haben nicht dich vertraut. Die Software, wir haben immer gesagt, also mit 20 Stunden Nilsson Vorlauf hätte ich es auch geschafft. Ich wollte gerade sagen, also pass mal auf, bei unserem Setup, ne, gebe ich 30% gebe ich an Simau. Ne? Gib nochmal 30% an Nilsson, sind wir bei 60. Boah. Gib dabei im Duopack, Timau und Petrasch im Duopack, 40. Ach, Scheiße. Ja, warum du hast so gesehen noch mehr als wir? Ja, weil wir sind ja im Duopack.
Über einen Duopack. Ah ja, so ist es halt, ne? Also ich meine, wir haben Knackser, wir haben schlechte Lichtverhältnisse, wir haben die Kamera, die wir nicht wollten eigentlich. Das war die Sache, die Simon gemacht hat. Genau, Restproblemlösung haben wir, die wir nicht wollten. Haben wir geregelt, ne? Was für eine Kamera haben wir, die wir nicht wollten? Ja, sorry, da kann ich aber nichts für. Ja, schleppt unsere GoPro an, die knackt, die alte Rechte, schreibt schon sie dann die Teaser Jubisch GmbH. Alexa nicht weiß. Okay. Das ist ja nicht normal alles, oder? Wir machen Körbchen, damit sind wir raus, Jungs. Ist auf jeden Fall sehr geil, dass alles wirklich funktioniert. Wir können, glaube ich, Montag, wenn ihr das seht, ja, sind wir wahrscheinlich das erste Mal live. Vielleicht. Also ich setze alles zurück, da könnt ihr ja gucken, was abgeht. Gut, gucke ich halt an, nochmal 2-3 Stunden Janine und dann sind wir drin. Lasst Liebe da, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo, wenn ihr es feiert. Und schreibt in die Kommentare, auf was ihr Bock habt, wo wir IRL an den Start gehen. Hier gibt es ja ein bisschen was und wird geil. Hallo. Und wie gesagt, die ganzen Fehler, die werde ich mir jetzt erstmal schon ausmerzen. Wir gucken jetzt noch ein bisschen Nilsson. Und dann ihr zwei würdet da vom PC sitzen. Dann kriege ich da. Gut, ich habe vorhin einen versucht, wie das ist mit dem Streamen, wo man was ausmachen kann. Hat er nicht verstanden. Also ich sag mal so viel. Vorhin gab es da vorne auf einem Bildschirm lief Nilsson. Auf einem Bildschirm war dann einfach nur schnell abtippen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Der Mann erklärt es 1A. Aber man muss es auch umsetzen können und muss auch das Verständnis dafür mitbringen. Ich sag's, es ist, die Probleme haben Petrasch und ich gelöst. Sag ich. Ihr habt den Schrauben festgezogen. Ja, du willst jetzt so durch. Ach, was? Ich krieg ich die Mutter schon. Nee, sorry, da hatten wir den Halter noch gar nicht. Plus. Ich hab jetzt ein Problem, ich muss mal überlegen. Plus, ich wollte es richtig machen, halt einfach zwei Teile zusammenstecken und es irgendwie ungesichert festschrauben. Okay, ja. Wahrscheinlich, falls demnächst irgendjemand an der Kopf hat, eine Platzwunde. Aber hey! Gutes Stream läuft. Petrasch, wie krieg ich denn die Mutter ab? Das liebe Dein. Bald schöne Tag, Leute. Ciao. Ich tu mal eine Kabel zusammen in der Rolle.